Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Race Driver Grid. So, Wettkämpfe. Wir fahren eine neue Runde. Was fahren wir? Japan? 105.000. So viel Geld. Gar nicht so viel Geld. Fahren wir wieder in Amerika eine Runde. Und zwar... Tourenwagen. Quick Shift DC Challenge. Wenn du am Rennen teilnehmen möchtest, brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Okay, kann ich mir nur einen Chevrolet kaufen. Kaufe ich mir den 84.000? Ja, gut. Ich habe das Geld. So. Neue Runde in Washington. Okay, der liegt nachher auch noch irgendwo im Graben drin. So, Alfred Ritzk hat mich sogar überholt im Start. Das kann nicht sein. So, einfach mal weg hier. Jesus Christ. Ja, sicher. Okay, das war nicht so gut. Aber egal, ich hol mir die. Ich hol mir die. Hundertprozentig. So. Pass auf, vor dir auf der Strecke war ein Unfall. Ach, da war doch gar nichts. Also nix. So. Ja, Platz 9. Platz 8. So läuft das hier. Oh scheiße, mein Auto, mein Wagen. Meine Reifen. Deine Reifen ist nicht mehr gut. Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch allzu schlimm. Ja, die Kurvenfahrt ist jetzt ein bisschen schwieriger. Da vorne siehst du Andy Cook. Wir müssen ihn überholen. Oh. Ja. Mit der Kurve habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. So. Gut, dass es die direkte Wiederholung gibt. Boah, Alter. Die Lenkung. Linkskurven werden schwieriger. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. So. Okay. Jesus Christ, das Fenster. Ah, ich habe das Fenster nicht zugemacht. Oh Gott. Egal. Gut, dass es hier so windig ist, dass das Fenster die ganze Zeit zu und wieder aufgeht. So. Da erstmal schön unseren neuen Wagen gut demoliert, ja. Also ich gleich mal die 80.000 oder wie viel der Wagen gekostet hat, auch gleich gelohnt. Gleich wieder in die Reparatur reinstecken. So. Easy. Langsam. Wo ist das Ziel? Runde 3. Yes! Ja, ein super. Oh, die Managerin meldet sich auch mal. Wow, und Alfred Rist, davor, wo er mich gewarnt hat, er ist auf Platz 12. Nicht meine Kategorie. So, ja. Leider das eine Sponsorenziel verpasst, ne? Wir haben ja Schaden gekriegt. Er ist zurzeit Zweitplatzierter. Lass ihn nicht vorbei. Gott,
Himmel, ey, der Start. So. Okay, mal eine neue Strecke hier um das Washington Memorial. Auch schön. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Den Fußweg drauf fahren. Sieht so aus, als wäre ein Fahrer ins Schleudern geraten. Puh, da hab ich aber Glück gehabt, ey. Tolle Leistung, du liegst vorne. Boah, Alter, ich darf nicht... Okay. Keine 6000. Bisschen weniger Geld. Ich darf nicht so auf die Sehenswürdigkeiten gucken. Ich gucke die ganze Zeit auf die Sehenswürdigkeiten. Ich habe die eine Kurve jetzt überhaupt nicht gesehen wieder. Oh. So, Runde 2. Okay, Konzentration auf die Strecke hier. Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch allzu schlimm. Boah, nicht immer auf das Gras, Mann, meine Güte, ey. Wird hier magisch angezogen vom Gras. So. Oh. Diese Kurve hier. Oh. Du schlägst dich hervorragend. Ups. Du liegst vor der Zeit. Die Wagen verkaufen wir wieder. Ein Sammlerstück jetzt. Jetzt meine Reifen. Aber es fährt sich noch besser als in der ersten Runde. Vielleicht gleicht das jetzt die beiden kaputten Vorderreifen, gleichen das wieder aus oder so. Keine Ahnung. So, und jetzt hier. Oh, Alter. War fast wieder gegen die Wand gefahren hier. Oh. Himmel. So. Oh, diese Kurve hier. Eieieiei. Ei, ei, ei. So. Das Rennen und die Meisterschaft geholt. Ach. Easy. Gut. Ja. Ich muss mir mal... Wie kann ich mir denn einen zweiten Fahrer noch organisieren hier irgendwie? Muss ja auch irgendwo gehen. So, haben wir fast die 80.000. Das Preisgeld können wir echt gebrauchen. Ich würde mir gerne einen neuen Fahrer einstellen. Sponsoren. So, was haben wir denn hier Schönes? Honorar mal 2, das Rennen bestehen. ...3.000 für Zieleinfahrt an 5. Position. Ja, nehmen wir mal. Ansonsten haben wir noch... Haben wir noch irgendwo einen, der wenig Geld gibt? Der hier vielleicht? Gut, sonst habe ich leider jetzt keine großen mehr. Keine großen, Sponsoren. Ja, leider nicht. Okay. Gut, dann, ja, mal wieder ein, Rennen fahren, ne? Hier, was haben wir da noch Schönes? Hier Tourenwagen.
Und wieder einen Wagen kaufen. Natürlich nochmal ein Chevrolet kaufen. Ist doch der alleselbe. Natürlich nochmal kaufen. Ne, ich brauche den für Europa. Ne? Der andere war jetzt für die USA, aber ich brauche den allerselben nochmal für Europa. Wenn es überhaupt derselbe war, ich weiß es nicht. Dieser Kerl ist eine Maschine. Ja, das ist derselbe. Oder es ist vielleicht ein anderer Wagen mit einer anderen Ausstattung. Keine Ahnung. Panoramadach oder sowas. Was es so für Ausstattung, extra Ausstattung gibt. Braucht man ja. Ganz wichtig hier. Ruhrkurve. Ja, die habe ich nicht gesehen. So, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo wir fahren, ehrlich gesagt. Das ist jetzt relativ unbekannt, diese Strecke. Die Strecke sagt mir jetzt aber auch ehrlich gesagt nichts. Also. Tolle Leistung, du liegst vorne. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich diese Strecke schon mal gefahren bin. Ich höre dich schon hinter mir. Istanbul? Ist das Istanbul? Echt? Alter, was ist das denn hier für eine... Oh Gott, Himmel. Okay, da hinten tummeln sie sich alle. Aber es gibt noch zwei Runden, das ist gut. Jetzt schon Runde 2. Boah, ey, diese Kurve, das ist doch der Hammer. Und wie viel Abstand habe ich? 3 Sekunden auf den zweiten. Mein Hintermann. So. Habe ich nichts gewonnen. Kein Abstand. Mann. Ein bisschen vorsichtiger fahren. So. Und da mal hier rum. Und. Boah. Hätte ich auch voll vergessen. Boah. Aber natürlich mal wieder gar kein Problem. Alle mit demselben Wagen gefahren. Und Alfred Risk, ja, unser, ist nicht ins Ziel gekommen, ne? Unser deutscher Kollege, wir sind die einzigsten zwei Deutschen, der Underdog. Was für einen komischen Teamchef, oder was? Was ist das überhaupt für ein Typ, der mir die ganze Zeit die Durchsagen gibt? Ach, das ist schon Alfred Risk ist oder ist der neue Underdog hier. Pass auf! Er hat das erste Rennen nicht geschafft. Er ist ziemlich gut. So, das war ein guter Start, habe ich das Gefühl. Ja. Alright.
schon wieder fast die Kurve hier vergessen. Oh. Diesmal eine kürzere Strecke, weil wir diesmal 3 Runden fahren. Ja. Platz 8. Tatsächlich, sogar eine kürzere Strecke. Oh Gott im Himmel. Was ist das denn hier? So fährt man auf die anderen drauf. So. Wow, das war knapp. Alter. So. Ich glaube, in der nächsten Folge, wenn ich es nicht vergesse, werde ich wahrscheinlich mal die Gegner ein bisschen höher stellen. Einfach mal, um zu gucken, wie das so ist. Ob ich da auch eine Schnitte habe gegen die dann. Aber mal ausprobieren. Weil ich meine, das ist jetzt hier relativ unspektakulär eigentlich. Und ja, die Überholmanöver sind ja eigentlich so das Wichtige. Ich meine, gut, das sind jetzt auch keine professionellen Überholmanöver, ne? Ich schiebe ja meistens die Autos von mir vorne weg. So, jetzt geht's hier rein. Deswegen will ich auch in der nächsten Folge dann einfach mal die Gegner etwas höher stellen, um einfach zu gucken, wie verhalten sich die Gegner dann? Sind die Gegner schwerer? Werden sie wahrscheinlich sein. Wie verhält sich das Auto dann in dem Fall? Ich sehe die schon gar nicht mehr. Ach, auch fast 4 Sekunden wieder. So, und die letzte Runde. Ja, um einfach mal die ja, die fortgeschrittenen oder ich weiß gar nicht, was der nächste Schwierigkeitsgrad ist. Erfahren oder sowas. Also ich einfach mal die ausprobieren werde. Ja, wir haben nichts zu verlieren, ne? Wir haben nichts zu verlieren. Mittlerweile habe ich mich auch so ein bisschen eingefahren. So, ich habe ein bisschen Zeit rausgeholt. Ja, 7 Sekunden. Wie kommt denn jetzt 4 Sekunden, Mann? Oh. Ja, wahrscheinlich, weil sie das gemacht haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt habe ich mal einen Haufen Zeit verloren, aber... Oh, das ist krass schnell geküsst hier. Ja, ist die Zeit wieder runtergegangen. So, wunderbar. Du hast dir das Rennen und die Meisterschaft geholt. Lalalala. So, da gucken wir gerade mal schnell hier auf die Tabelle. 40 Punkte, natürlich. 26, die anderen. Theoretisch. Oh, der arme Alfred, Mann. Mach den doch nicht so fertig. Fletcher Racing. BRD Technology. Sun East war 3 Punkte doch ein bisschen besser, aber okay. Oh, es gibt gut Kohle. 34.000. Ich bin ganz nah an der Euro-B-Lizenz dran. Fahr weiter in Europa. Ich möchte aber verschiedene Sachen fahren. Okay, wir müssen noch ein Rennen fahren, dann haben wir 80.000, dann haben wir die... Eine halbe Million. B-Lizenz. Und ich wette mit euch, jetzt kommt gleich wieder Le Mans. Oh, Fila sogar. Goodrich. Nee, doch nicht. Also ist auch nicht vorbei. Vielleicht in der nächsten Folge dann Le Mans. Je nachdem, kommt drauf an. Dann schauen wir einfach mal. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge Race Driver Grid. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch eine positive Bewertung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.